Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, wo wir über ein Phänomen am amerikanischen Aktienmarkt sprechen, das ganz, ganz selten vorkommt. Gestern war es dann soweit, nämlich die sogenannte Zinskurve zwischen den 2- und 10-jährigen Staatsanleihen ist invertiert. Hört sich mega kompliziert an, kann man aber relativ einfach erklären. Und was das bedeutet, und ja, ob es da tatsächlich zu einer Rezession kommt, das wollen wir in diesem Video besprechen. Wie immer freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal mögt und abonniert und natürlich auch eure Meinung und eure Kommentare hinterlasst. Ja, wir haben ein Problem. Ja? Wir haben nämlich das Problem, dass wir am kurzen Ende derzeit sehr, sehr stark steigende Zinsen sehen und das lange Ende nicht so schnell mitzieht. Und normalerweise ist das umgekehrt, denn es ist natürlich so, wenn du ein Investor bist, dann hast du ja, wenn du dein Geld für 10 Jahre parkst, ein viel größeres Risiko und möchtest für dieses Risiko mehr entschädigt werden. Wenn allerdings Investoren eine Rezession befürchten, dann parken sie ihr Geld lieber langfristig am sicheren Ende und damit kaufen sie langfristige Anleihen, was den Kurs steigen lässt und die Zinsen für langfristige Anleihen nach unten drückt, während die kurzfristigen Anleihen meistens dann noch hoch notieren und dann kann es zu so einem Effekt kommen, nennt sich invertierte Zinskurve, was ganz selten vorkommt, aber einer der besten Rezessionsindikatoren in dem letzten Jahrhundert war, es gab nur ein einziges richtiges Fehlsignal, alle anderen Rezessionen wurden richtig damit vorausgesagt. Jetzt ist es so, dass viele Marktteilnehmer sagen, ja, das ist ja jetzt gar kein Wunder. Die Fed ist sowas von behind the curve, also sie ist sowas mit ihren Zinserhöhungen hinter der Inflation und zu dem, was entsprechend der Markt auch erwartet, dass die Fed natürlich kurzfristig jetzt sehr schnell die Zinsen anheben muss und das wirkt sich besonders stark bei kurzfristig laufenden Papieren aus, sodass diese kurzfristigen Zinspapiere schnell und stark steigen, länger oder schneller als die 10-jährigen und es da zu diesem Effekt kommt. Und ja, viele sagen, hey, macht euch keinen Stress, das, was da gerade passiert, ja, das ist nicht so schlimm. Hier kurz das Bild, also das war gestern der Chart, beziehungsweise der letzte Tag im März und wir sehen hier, das sind die 2-jährigen minus, beziehungsweise die 10-jährigen minus die 2-jährigen, so rum müssen wir es formulieren und wir sehen hier, der Kurs ist kurz unter Null gewesen und das ist sozusagen das erste Mal, dass die Zinskurve seit langem wieder ja, invertiert ist. Ich zeige euch hier mal den Chart einfach rückwirkend, also in dem Verlauf. Das erste, das ganz links im Chart, das waren in den 70er Jahren die Rezession, dann in den 80er Jahren die Rezession, dann der nächste rote Pfeil war die Rezession Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dann dieser ganz kleine Klick im bei der Finanzkrise und jedes Mal ist sozusagen bei jeder Rezession vorausgehend, ja, was wir hier eben sehen, die Zinskurve invertiert und hat sozusagen vorausgesagt, ja, es gibt eine Rezession. Allerdings, und das ist jetzt die wichtige Nachricht, diese Rezession kam nie unmittelbar, sie kam nie sofort, sondern so 6 bis 12 Monate später. Und das ist jetzt eine wichtige Story, wenn wir uns den Aktienmarkt anschauen. Ja, denn wenn wir den Aktienmarkt uns anschauen im S&P, dann stehen im Moment ja alle Zeichen derzeit auf Kauf und viele Leute fragen sich, wie geht das? Das ist doch total verrückt. Wir haben weder eine Friedensvereinbarung in der Ukraine, wir haben vielleicht den Hauch in dieser Richtung, wir haben immer noch die Sanktionen, wir haben eine jede Menge Probleme und trotzdem steigen und steigen die Aktienmärkte wie verrückt. Ja, und das ist auch der Punkt, über den ich jetzt hier mit euch reden möchte. Es ist ein relativ einfaches Phänomen, nämlich wir haben dadurch, dass jemand, der ein Asset Manager ist und der jetzt sein Geld ja irgendwo ja hinparken muss, also entweder steckt das in die Bonds, ja, also in Anleihemärkten oder er steckt es in Aktien, der hat jetzt folgendes Problem. Weil die Fed sowas von behind the curve ist, muss er befürchten, dass die Zinsen in den nächsten Monaten massiv nach oben steigen und steigende Zinsen, das bedeutet vor allem eins, fallende Bondkurse. Und fallende Bondkurse sind für einen Bondbuyer kein Problem, wenn er den Bond bis Laufzeitende hält. Denn ein Bond ist so konzipiert, du kaufst eine Anleihe zu 100 und kriegst einen sogenannten Coupon. Sagen wir mal zum Beispiel 2% Zinsen. Ja, und am Ende der Laufzeit bekommst du auch diese 100 ausbezahlt
und natürlich jedes Jahr deine 2% Zinsen. Allerdings zwischenzeitlich haben natürlich Anleihen auch Wertschwankungen und wenn die Zinsen steigen, also wenn zum Beispiel die Zinsen auf 3 oder 4% steigen, dann würde ja niemand eine Anleihe mit einem 2% Zinscoupon kaufen, denn ja, die Zinsen sind ja 3 oder 4% und deswegen muss sozusagen die Anleihe mit einem Kursabschlag gehandelt werden, also unter 100, unter pari. Und damit der Investor wieder auf seine 3% oder 4%, je nachdem, wovon wir jetzt reden wollen, Zinsen kommt. Und weil kurzfristig steigende Zinsen zu Verlusten kurzfristig im Bondmarkt führen, ist es natürlich für viele Manager, die ihr Geld jetzt auch nur kurzfristig anlegen wollen, keine Option, in den Bondmarkt hineinzugehen, weil sie sagen, nee, bei der Fed, da muss ich ja befürchten, dass eben entsprechend durch die Zinspolitik der Fed, die weit dahinter ist, noch nicht alles vom Markt antizipiert wurde, noch nicht alle Zinserhöhungen und ich Kursverluste in Kauf nehmen muss, das möchte ich nicht, also packe ich mein Geld nicht in den Anleihemarkt. Es gibt ein zweites Argument, warum viele sagen, hey, nein, ich gehe nicht in den Anleihemarkt hinein und das habe ich euch hier in diesem Chart abgebildet, den ich jetzt mal hier groß mache. Und zwar sind das die realen Zinsen, nämlich die 10-jährigen Anleihen minus die aktuelle Inflationsrate. Und wir sehen hier ganz am Ende, wir haben die niedrigsten Zinsen überhaupt, ever, weil wir haben quasi ja negative Realzinsen von minus 5% und na logisch und verständlich, dass da jeder sagt, ja, Aktien sind alternativlos. Ja, ich muss mein Geld in den Aktienmarkt packen, bei minus 5% am Bondmarkt, weil die habe ich ja, wenn die Inflation so bleibt. Aber das ist jetzt eben auch wichtig. Wenn die Inflation so bleibt, dann hättest du minus 5%, dann sind Aktien alternativlos und Aktien sind dann mein bester Inflationsschutz. Und aus diesen zwei Argumenten, kurzfristig fallende weitere Bondpreise, dann ein negativer Realzins. Deswegen ja, strömt gerade das Geld wie verrückt in den Aktienmarkt. Jetzt muss man aber da Bauchschmerzen mal bekommen oder ich habe damit große, große Bauchschmerzen. Ich möchte euch erklären, warum das der Fall ist. Das Ganze ist so ein bisschen wie bei so einem Tsunami. Ja? Du hast ein besonderes Phänomen, nämlich du hast eigentlich super schlechte Nachrichten überall und trotzdem stürmt alles sozusagen an den Strand, alles strömt in den Aktienmarkt, weil du ein besonderes Phänomen beobachtest. Das Wasser geht zurück, aber du weißt, es wird mit einer großen Sicherheit wiederkommen und mit einer riesigen Welle. Und welche Welle das ist, darüber wollen wir jetzt sprechen. Im Moment sieht es erstmal so aus, als ob es total harmlos ist, nämlich wir sehen hier seit Anfang März, Ende Februar, seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine, ist der VIX deutlich, ja nahezu linear runtergekommen. Und das heißt, die Anleger befinden sich gerade sozusagen in der besten aller Welten. Wir sind mit unter 20 wieder in einem Volatilitätsindex, dem sogenannten Angstindex. Und das heißt No Fears, Happy Days, weil jeder sagt, Aktien sind alternativlos, ich brauche eben entsprechend Aktien. Und ich kann diese Argumentation nachvollziehen und als Trader sehe ich die auch und wir sehen natürlich den Kursdruck, der nach oben ist und haben natürlich auch technisch hier zum Beispiel immer wieder dann auf der Long-Seite spekuliert. Nur ich muss mir überlegen, wie bei einem Tsunami, wo das Wasser zurückgeht, es wird in die andere Richtung mit noch größerer Gewalt kommen. Und das ist, wovon ich jetzt eben reden möchte. Denn wenn diese inverted Zinsstruktur recht hat, dann rutschen wir in eine Rezession hinein. Und dafür gibt es jede Menge Argumente, mit denen ich gleich auch nochmal kommen werde. Und das würde bedeuten, dass der Aktienmarkt, der sowieso schon nicht sehr günstig war, dass der noch teurer wird und ja, dass das ein Problem für den Aktienmarkt darstellt. Ich zeige euch jetzt erstmal die beste aller Welten, so wie sie sich im Moment präsentiert. Nämlich wir sehen hier in diesem Chart, ich mache es mal wieder groß, wir sehen hier das Kursgewinnverhältnis, also Earnings per Share, im S&P-Index und wir sehen, ja, das ist natürlich in letzter Zeit etwas runtergekommen, das ist den höheren Zinsen geschuldet, aber wir sehen eben auch, wenn man die Earnings per Shares, also die Gewinnschätzung für die Zukunft berücksichtigt, naja, dann ist der S&P gar nicht so teuer, dann wäre er auf dem Ende des Jahres 2023, sodass der erste Knick da unten bei 20 und wenn ich die Gewinne weiter fortschreite bis 24, ja, 25 komme ich sogar zum KGV von 17. Also, hey, das ist doch fantastisch, dann ist der Aktienmarkt doch günstig. Nur das beruht auf den Gewinnschätzungen, so wie sie aktuell sind. Und wir können uns hier mal anschauen, hier sind sozusagen ja,
die Bewertungsbänder, wenn wir mal unterschiedliche KGVs annehmen für den S&P. Nämlich, wir müssen uns fragen, ob er in Zukunft denn auch so bewertet wird. Und wenn er mit dem gleichen KGV bewertet wird, ja, also wenn die gleichen Gewinne kommen, ja, dann sind wir schon, sehen wir hier am KGV von 22 auf dem aktuellen Niveau relativ teuer bewertet. Das sehen wir schon für die Vergangenheit. Wir sehen aber auch, wenn das KGV auf 19 runtergeht, dann wären wir so bei 3,7 im S&P. Und damit wirklich Potenzial für Kurssteigerung ist, müsste das KGV deutlich nach oben gehen oder aber eben die Gewinne besser werden. Ich behaupte jetzt aber Folgendes. Das KGV geht in Zeiten, wo die Zinsen immer weiter nach oben gehen und wo die Fed so behind the curve ist, nicht weiter nach oben, sondern das KGV wird im günstigsten Fall stabil bleiben, das wäre ein Seitwärtsmarkt, oder im schlimmsten Fall wird man, weil die Zinsen natürlich irgendwann dann doch eine Konkurrenz zum Aktienmarkt werden, weil die Bondpreise werden nicht ewig fallen und irgendwann sagst du bei 3-4%, okay, egal, ich nehme den sicheren Bond und dann geht das Geld aus dem Aktienmarkt raus in den Zinsmarkt hinein, Nummer 1. Und dann hast du ein Problem mit höheren Bewertungen. Und wenn du dann eben auf dieses KGV zum Beispiel bei den aktuellen Gewinnen zurückfällst von 19, ja, dann haben wir im S&P jetzt schon wieder fast 1000 Punkte nach unten Platz. Jetzt müssen wir aber gar nicht die Bewertung ändern, sondern wir haben ja gerade gesehen, an der inverted Zinsstruktur gibt es durchaus berechtigten Anlass, dass es auch in eine Rezession die Wirtschaft reinrutscht. Und das hat nicht nur mit den Zinsen zu tun. Also auf der einen Seite müssen uns klar sein, natürlich, dass mit steigenden Zinsen die Finanzierungskosten auch steigen. Und das heißt, es wird sowohl für die Verbraucher als auch für die Konjunktur schwerer zu laufen. Und wir haben, und das signalisiert das Verbrauchervertrauen, einen massiven Rückgang im Verbrauchervertrauen. Schaut euch das mal an. Hier habe ich zweimal das Verbrauchervertrauen, Uni Michigan und das Conference Board Survey. Das sind zwei Verbrauchervertrauen und beide zeigen unglaublich stark nach unten. Und wir sehen sogar, wir sind unter dem Level von Corona angekommen. Das heißt, die Verbraucher, und die machen in den USA immerhin ungefähr 2/3 der Wirtschaftsleistung aus. Das knallt krass nach unten. Und diese Kurve zeigt uns noch was Zweites, nämlich wir haben hier zwei unterschiedliche Arten von Verbrauchervertrauen und die fokussieren sich auf unterschiedliche Bereiche. Und die Uni Michigan ist eher im Zyklus früh, während das Consumer Conference Board eher spät ist. Und wir sehen eben, ja, das Gap ist auch so groß wie noch nie. Es gibt also durchaus gute Berechtigungen, hiervon auszugehen, dass wir aufgrund des Verbrauchervertrauens tatsächlich in eine Rezession rutschen. Und das ist ja nicht so verwunderlich, denn wir haben ein Inflationsthema, wir haben steigende Zinsen und wir haben natürlich auch noch Sanktionen, die weiterhin den Markt massiv belasten werden. Ja? Und ja, wenn wir dann nochmal zu diesen Bewertungsbändern hin zurückgehen, in diesen Bewertungsbändern ist das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis im S&P ja sozusagen auf aktueller Basis. Aber wenn die Gewinne nicht so hoch wie erwartet kommen, ja, dann wird das KGV teurer, beziehungsweise der Markt, wenn er runtergeht, dann wird das KGV wieder gleich bleiben. Und das heißt, von dieser Seite kann man das Problem auch angehen. Und ja, deshalb jetzt hier sozusagen meine Schlussfolgerung, die ich hier rausziehe. Also, wir haben im Moment eine Situation, wo es scheint, dass Aktien alternativlos sind. Und das macht eine riesen Rallye in die Aktien hinein. Diese Rallye ist auch, und wenn wir uns den VIX angucken, und das ist für mich der beste Sentiment-Indikator, quasi für viele das Argument alternativlos. Und man sieht es auch bei diesen ganzen Meme-Stocks. Schaut euch eine GME an zum Beispiel, wie die wieder durch die Decke gegangen ist, oder eine AMC. Ja, also im Prinzip, alle sind wieder nach dem Motto, der Markt ist resilient, wir haben das Schlimmste überstanden, wir wollen zurück in den Markt. Aber wir haben eine andere Situation. Ich habe das im anderen Video schon mal gesagt. Die Notenbank akkumuliert, also unterstützt den Markt nicht mehr und sie ist noch weit behind the curve. Und wenn wir jetzt diese steigenden Zinsen sehen und wenn wir in eine Rezession kommen, dann wird das ganze Bewertungsgebäude, was derzeit da ist, nicht haltbar sein. Und von daher glaube ich eben persönlich, dass diese Rallye die letzte Möglichkeit zum Ausstieg in diesem Markt ist, um
und das müsst ihr jetzt wissen, ich bin nämlich kein Permabär, Kasse zu haben, um dann günstig einzukaufen, wenn diese Rezession ihre Spuren am Aktienmarkt hinterlassen wird. Denn das ist zumindest mein fokussiertes oder präferiertes Szenario. Jetzt ganz wichtiger Disclaimer. Ich denke immer in Szenarien. Ja, das heißt natürlich, die Welt dreht sich, morgen kann was anderes sein. Und ich bin weder jemand, der sich hinstellt, ihr kennt diese Leute, ja, Crash, Crash, Crash schreien oder die schreien, Markt geht nach oben, Markt geht nach oben, Markt geht nach oben. Und irgendwann hat immer einer von beiden recht, das ist wie bei einer kaputten Uhr. Sondern ich versuche in Szenarien zu denken und ich versuche euch diese Szenarien klar zu machen. Also was dahinter steckt und warum ich das glaube und natürlich dann auch klar zu machen, wann die Szenario nicht mehr gilt. Und im Moment, die Inverted Zinskurve ist einfach eine Sache, die in der Vergangenheit einer der besten Rezessionsindikatoren waren. Ich verlasse mich aber gar nicht auf sie, sondern wir sehen eben auch Consumer Confidence zeigt ganz stark nach unten und das Inflationsthema wird sich nicht mit einem möglichen Frieden, den ich auch nicht sehe in der Ukraine, aber wird sich dort auch nicht auflösen, weil die Sanktionen, die werden auch noch über längere Zeit bestehen bleiben. Die Energiepreise, all das wird weiterhin ein großes Problem sein und die Notenbanken sind einfach weit, weit hinten dran. Und ja, wir haben ein schlechtes Szenario, ähnlich wie in den 70ern, eine Art Stagflationsszenario, also Inflation mit einer Wirtschaft, die nicht läuft. Das ist ein zumindest derzeit realistisches Szenario. Und wenn das so kommt, dann ist diese Rallye, die wir jetzt am Aktienmarkt, die so alternativlos erscheint, ist sozusagen, ja, Geld, was derzeit nochmal einmal zurück in den Aktienmarkt geht und dann mit einer Riesenwelle, ich habe dieses Bild vom Tsunami gebraucht, sozusagen eine sehr zerstörerische Welle, ja, dann den Markt sozusagen räumen wird. Und ja, von daher sage ich Vorsicht bei dieser Aktienmarkt-Rallye, Vorsicht, natürlich Trading-Chancen jeden Tag sind da, aber wir haben auch charttechnisch jetzt im S&P, im Nasdaq, im DAX wichtige Punkte erreicht. Haltet euer Geld fest. Es wird ein wirklich großer Ritt werden. Ich bleibe natürlich mit meinen Videos dabei und wenn ich meine Szenarien aus welchen Gründen auch immer ändere, lasse ich es euch wissen. Aber das ist im Moment mein fokussiertes Hauptszenario, dem ich für 2022 derzeit erstmal folge. Ja, liebe Leute, das war es auch schon wieder. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Euer Birger.